Stellt euch eine Serie mit Erwachsenen vor. Dinge, die nie gezeigt oder angesprochen worden sind, weil sie einfach FSK 18 wären. Wir reden heute über drei potenzielle Star Wars Serien, die wir so auf jeden Fall irgendwann einmal brauchen. Das alles jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Es gibt einfach Serien-Star-Wars-Ideen, die uns allen im Kopf tummeln, wo wir sagen würden, ja, da müssten wir, eigentlich müsste es das unbedingt mal geben. Drei davon habe ich mir quasi gesammelt und möchte ich euch heute vorstellen. Und ey, Disney-Lucasfilm, wenn ihr gerade zuhört, ne, ruft mich einfach an, ich bin gern dabei. Bedenkt dabei, das sind keine What-If-Sachen, sondern würden nur die ganze Story der Galaxie Far, Far Away komplementieren, an Nebenschauplätzen spielen, aber ich glaube jeden von uns ins Extreme unterhalten. Wir fangen an mit Star Wars Serienidee Nummer 1. Stellt euch vor, eine Star Wars Serie ab 18 und mit niemanden geringeren in der Hauptrolle als Kyle Katarn. Für die Leute, die nicht wissen, wer Kyle Katarn ist, der ist momentan Star Wars Legends und war Hauptprotagonist von Dark Forces bzw. der Jedi Knight und Jedi Academy Reihe. Das war der Waffenmeister von Luke Skywalkers neuer Jedi Akademie. Ihr merkt, der Typ war ein absolutes Badass und sozusagen der Chuck Norris des Star Wars Universums. Aber er war ruppiger und rüpelhafter, als dass das irgendwer anders in Lukes Jedi Akademie war. Und wenn wir uns jetzt hier eine Serie vorstellen, wo dieser Kyle Katarn mit wirklicher 18er Altersfreigabe auf irgendwelchen Outer Rim Planeten unterwegs ist oder auf der Unterwelt von Coruscant, was wir ja auch schon gesehen haben im Ansatz von Jedi Survivor, auf Ort Mantell, Nar Shaddaa mit den Hutten verhandelt und. Leute, ganz ehrlich, genau das würde ich super gerne sehen. Die Wahrscheinlichkeit ist dabei aber nicht so unglaublich hoch, dass das irgendwann einmal passieren wird. Grund dafür ist natürlich auch die Serienpolitik. Eine ab 18 Serie ist immer unglaublich schwierig umzusetzen, aus dem einfachen Grund, dass das natürlich einen deutlich kleineren Markt anspricht, als dass man das Ganze auch für Kinder und Jugendliche zugänglich machen würde. Trotz alledem glaube ich, dass die Star Wars Community breit dafür wäre. Die meisten sind mittlerweile so alt, dass so eine Serie auch für sie in Frage kommt. Und ganz ehrlich, sowas fehlt doch irgendwie auch schon. Oder nicht, Disney? Das einzige wirklich große Problem wäre hier, Kyle Katarn würde in den momentanen Kanon gar nicht passen und müsste auf jeden Fall zeittechnisch angepasst werden. Kann man Luke Skywalker, wie er gerade den Jedi-Tempel aufbaut, irgendwie einen Kyle Katarn zur Seite stellen? Was hat er dann in den Sequels gemacht als so mächtiger Charakter? Ich weiß ja nicht, aber eine Möglichkeit zu finden wäre bestimmt nicht unmöglich, auch wenn nicht jeder Fan damit zufrieden wäre. Aber das ist mir an dieser Stelle ganz egal, solange ich eine richtig coole Serie in dieser Art und Weise bekommen würde. Durchaus möglich ist aber Star Wars neue Serienidee 2. Stellt euch vor, im Midrim, in irgendeiner random Cantina-Bar, eine Cantina-Band, vielleicht sogar mit bekannten Charakteren wie Max Rebo. Angelehnt ist diese Serie dann an Scrubs, Community, The Office, How I Met Your Mother und. Und handelt im Endeffekt nicht von irgendwelchen weltbewegenden großen Schlachten Jedi gegen Sith, sondern von alltäglichen Problemen, jeder Menge Humor und überzogenen Charakteren. Und wenn Star Wars eines bei Alien-Charakteren kann, dann ist es halt dieses sehr humorvolle. Leute, wie oft wir uns im Stream schon über Babu Frick und Co. irgendwo kaputt gelacht haben, die dann wieder in den Stream reingekommen sind. Auch wenn ein Jar Jar Binks vielleicht nicht jedermanns Lieblingscharakter ist. Ich glaube, da ist unglaublich viel Potenzial. So ungezwungene 20 bis 30 Minuten Folgen. Und Leute, ich glaube, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass auf jeden Fall da das Potenzial in einer Miniserie liegt. Und wenn das natürlich erfolgreich genug ist, Disney-Lucasfilm, wenn ihr das hört, ne, ruft mich mal an. Und seien wir ehrlich, es gibt genug gute Sitcoms und sowas würde irgendwo noch fehlen in dieser riesigen Serienvielfalt, die Star Wars auch gerade zu bieten hat, oder? Serienidee Nummer 3 ist tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen wahrscheinlicher. Stellt euch eine Serie vor zu einem bekannten Charakter aus der High Republic, die ja so oder so immer wichtiger werden sollte, laut Disney. Hier geht es hauptsächlich um die Monsterjägerin Ty Yorick. Ihr wisst nicht, wer das ist? Lasst es mich kurz erklären. Ty Yorick ist eine ehemalige Padawan, die den Jedi-Orden aber im Laufe ihrer Ausbildung verlassen hat, weil sie auf der Suche nach einem dunklen Tempel der Macht ihren Padawan-Freund verloren hatte, ihn aus Versehen bei einem Unfall erstochen hatte und dementsprechend sich dafür entschieden hat, der hellen Seite zwar weiter zu dienen,
aber mit ihren ganz eigenen Mitteln. Und das ist jetzt neue keine Cal Kestis Geschichte, sondern spielt zur Hochzeit der Jedi. Das heißt, sie konzentriert sich jetzt hier darauf, der hellen Seite zu dienen, indem sie Monster jagt und Bedrohungen von äußeren Planeten, also im Outer Rim oder abgelegenen Welten, irgendwo versucht zu bekämpfen. Das sind in den meisten Fällen dann irgendwelche Monster, das heißt, sie nimmt keine Kopfgelder gegenüber irgendwelchen Menschen oder anderen Alienrassen an, sondern bewusst auf Bedrohungen, die irgendwelche Leute haben, die normalerweise vom Jedi-Orden oder vom Großteil der Galaxis ignoriert werden. Und stellt euch das einfach mal vor, was das für unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Du kannst so viel Bekanntes an Legends auf einmal da reinbringen. Du kannst so viel Neues auf einmal erzählen. Du kannst so coole Plot-Twists erzählen, wie zum Beispiel die Monster, die am Ende des Tages vielleicht nur gejagt werden, anstatt wirklich eine Bedrohung zu sein. Also, dass hier doch nochmal Moral und Code zum Spielen kommen. Du kannst das Team von Tayorik, welches aus zwei Druiden besteht, einem ruhigen Druiden und einem sarkastischen Druiden, irgendwo nochmal damit ins Spiel bringen. Und auch Leute, die sie auf der Reise trifft, immer wieder wechselnde Welten, Drehorte, die wir vielleicht noch gar nicht besucht haben, möglichst nicht im Volume, sondern dann vor Ort, weil es einfach unglaublich verschiedene Schauplätze sind und viele verschiedene Schauplätze sind, die uns auch schon in den Büchern und Comics, wo Tayorik bisher aufgeschlagen und vertreten ist, gezeigt werden. Und Disney, Hey Republic, ihr sagt doch, das wird unglaublich wichtig. Warum nicht so einen einzigartigen Charakter, den es bisher kein zweites Mal gibt, nehmen und daraus eine richtig geile Serie machen? Ich meine, was hält euch auf? Auch diese Serie wäre wahrscheinlich nicht für Kinder, sondern eher so USK 12 oder sogar USK 16 wie The Mandalorian und Book of Boba Fett. Die Action, die wir hier gegen Gundarks, welche Tayorik übrigens auch schon in einem Comic bekämpft hat, Rancors, Drengir und Co. irgendwo zeigen könnte, Crossover-Folgen mit anderen High Republic-Serien, ach ja, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das ist aber auch ein gutes Stichwort, denn ich frage euch mal, habt ihr Serienideen, die ihr euch unbedingt mal wünschen würdet? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare und bleibt natürlich freundlich zueinander. Welche meiner Serienideen fandet ihr übrigens am besten? Die Ab-18-Serie mit Cal Katarn, die Monsterjäger-Serie mit Tayorik oder doch die lustige Sitcom in der Cantina-Bar? Auch das ab nach unten. Und jetzt solltet ihr vor allen Dingen eines tun, abonnieren und dem Kanal folgen. Jetzt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Marc.